Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu, erneut einem anderen Video. Und zwar ist ja wahrscheinlich vielen von euch aufgefallen, dass ich ein neues Profilbild habe. Und zwar habe ich das hier auch wirklich selbst gezeichnet. Also ich habe mir einfach mal vorgestellt, wie würde ich denn vielleicht so im Comic-Style aussehen, habe das gemacht. Und habe hier dann, wenn man näher ranzoomt, erkennt man das, Schattierung eingewebt, ein paar Pickel. Ja, den sieht man nicht so gut beim Hören. Natürlich hier auch noch Nase etc. Ja, und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ich das vielleicht auch, ich würde mal sagen, was weiß ich, hobbymäßig machen könnte. So dass ich noch mehreren YouTubern, Moment mal kurz, doch, noch mehreren YouTubern ein eigenes Profilbild malen kann. Natürlich geht das nur nach Auswahlprinzip, da ich ja nicht unbegrenzt viel Zeit habe. Und es wird aber auch erstmal unentgeltlich sein. Also ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde, bis ich Geld dafür verlange. Auf jeden Fall werde ich dazu dann wahrscheinlich noch ein extra Video kommen. Also die ersten paar Videos sind alle ohne größere Probleme. Ups, Entschuldigung. Werde ich wahrscheinlich ohne irgendwas machen. Dafür müsstet ihr nur mehrere Sachen wissen. Einmal, wie gesagt, ich arbeite meistens, beziehungsweise ich arbeite nur hobbymäßig, das heißt, gehe nicht davon aus, dass das nach 2-3 Tagen fertig ist. Vielleicht habe ich Lust, vielleicht habe ich Zeit, vielleicht aber auch nicht. Und ja, da kommt halt immer wieder drauf an, wie gut ich jetzt die Zeit dazu habe. Und ich könnte rein theoretisch stundenlang an einem einzelnen Bild basteln, was ich auch teilweise mache. Jedenfalls an dem, an meinem hier. Das sitzt jetzt insgesamt seit, Gott, lass mich nicht lügen, vielleicht 5 Tagen an, dran. Natürlich nicht, habe ich nicht 5 Tage durchgemalt. Aber ich überlege gerade, wie viel dürfen es gewesen sein? Also ich habe insgesamt vielleicht hier 4 Stunden dran gesessen. Und das ist dann schon nicht gerade wenig, muss man sagen. Ja, aber wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich hobbymäßig erstmal machen. Immer wann ich mal Zeit habe. Dazu gibt es nur noch einige Zusatzinformationen. Zuerst einmal, ich zeichne momentan ausschließlich Menschen. Ich bin zeichnerisch noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ja, ich werde es anpacken, ich werde aber, hallo, werde ich. Alles mögliche zeichnen, was ihr wollt, was weiß ich, wenn ihr, wie einer, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ups, falsches Werkzeug. Wenn ihr jetzt einmal einfach wie einer auf dem Server bei uns, mein Minecraft, der heißt Dynamite Monkey. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt angesprochen fühlt oder ob er das guckt. Auf jeden Fall, Affen malen geht noch so, aber sobald irgendjemand verlangt, was weiß ich, mal ein Eichhörnchen oder sowas, dann werde ich es wahrscheinlich auch machen können, aber ihr solltet euch nicht zu viel davon versprechen. Wie gesagt, ich mache das hier nur hobbymäßig, ich habe vorher noch nie sowas ähnliches gemacht. Ich habe nur halt mein Profilbild gemacht, ich habe gedacht, ja, sieht doch ganz vernünftig aus, kann man anbieten. Und habe ich überlegt, willst du das denn eventuell vielleicht sogar als Hobby machen oder später mal zu einem kleinen Nebenverdienst ausweiten. Habe ich gedacht, ja, muss ich mal gucken. Und jetzt denke ich, ich glaube, ich bin soweit, dass ich das mache. Und ja. Das war's dann ja auch schon zum Infovideo. Ach ja. Schickt mir am besten, ich mache das immer so, schickt mir am besten ein Bild von euch. Es muss kein Name drunter stehen oder ähnliches. Nur irgendwie noch nach Möglichkeit eine E-Mail-Adresse, dass ich euch das auch noch zurückschicken kann. Denn das ist halt immer das größte Problem, das miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel weiß ich, dass Trim G sowas auch macht, nur er verlangt Geld dafür. Gut, er ist auch erwachsen, er braucht das auch. Ich bin noch nicht erwachsen, werde es aber trotzdem irgendwann brauchen. Das heißt also, rechnet nicht damit, dass das alles immer kostenlos bleiben wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja. Was könnte ich noch so groß sagen? Ach ja, wie gesagt, schickt mir ein Bild dazu, mit am besten mit eurer E-Mail-Adresse, damit ich weiß, wohin ich das denn schicken soll und kann und muss. Und ja, meine E-Mail-Adresse, damit ihr mir das Bild auch schicken könnt, die werde ich in die Beschreibung tun. Ist außerdem nicht gerade kompliziert und es ist auch nicht meine Geschäfts-E-Mail-Adresse. Deswegen habe ich da keine Probleme mit, die zu veröffentlichen.
Ja. Irgendwas sonst noch, was ich eventuell erwähnen sollte? Ja, wie gesagt, ich garantiere nicht für Qualität. Also ihr könnt darauf vertrauen, sage ich mal, dass ich mir größtmögliche Mühe geben werde. Aber wie gesagt, ich mache sowas bisher eher selten, bis nie. Und demnach glaube ich, ist das durchaus verständlich, wenn ich sage, dass ich das nicht unbedingt hinkriegen werde. Also wie gesagt, wenn ihr mir ein Bild schickt, was auch halbwegs vernünftig aussieht, dann könnte das danach eventuell so wie hier aussehen. Ich muss hier natürlich, wie gesagt, immer wieder ein bisschen rumbessern. Und deswegen werdet ihr jetzt, was ich im Zeitraum von einer Woche oder so kriegen. Vielleicht nehme ich dazu auch ein Video auf. Jedenfalls, je nachdem, ob ihr das wollt oder nicht wollt, dass ich das zeichne. Beziehungsweise, dass ich das, wie soll ich sagen, dass ich das Zeichnen aufnehme, so, genau. Machst du nicht so kompliziert unter uns, es geht auch so viel einfacher. Dann müsst ihr mir das sagen, sonst mache ich eventuell ein Video davon und lade es hoch mit doppelter, dreifacher oder sonst wie vielter Geschwindigkeit. Ja, und dann könnt ihr das auch auf diesem Kanal hier bald sehen. Ja, das war's dann auch eigentlich schon mit diesem Video. Ich verabschiede mich dann. Und ja, bitte schreibt auch noch ein paar Informationen, zum Beispiel Farbe des Hintergrunds. Also ich habe hier jetzt ein Dunkelrot. Es gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wie gesagt, Dunkelrot erschien mir momentan hier mit als das Beste. Ihr könnt auch sagen, was weiß ich, ihr wollt ein knalliges Pink haben. Das wäre dann, Moment, ungefähr diese Farbe hier. Ihr könnt auch sagen, ihr wollt ein schönes dunkles Lila. Das wäre dann diese Farbe zum Beispiel. Also ich mache das immer so nach Farbpalette, also wundert euch nicht. Ja, und das wär's jetzt eigentlich, wie gesagt schon. Und schickt mir bitte noch, ob ihr, was weiß ich, ob man Augen sehen soll, ob man keine Augen sehen soll, ob ihr Headset aufhaben wollt, ob ihr vom Mikro sehen wo sitzen wollt, ob ihr auch noch Hals und Schultern da haben wollt. Also das habe ich hier jetzt alles nicht gemacht. Aber schreibt es am besten rein. Ihr seht dann ja, was rauskommt. Ich schicke euch das dann per E-Mail. Und dann könnt ihr euch einen Keks freuen. Ihr habt euer eigenes Profession. Na gut, sagen wir lieber mehr oder weniger professionelles Bild gezeichnet bekommen. Ja, also, wenn ihr irgendwas haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Schickt mir am besten eine E-Mail. E-Mail, falls ihr sie nicht wisst oder falls ihr vergesst, sie reinzustellen. Entweder schreibt ihr mich drauf an oder alles klein ist Don Jones. Don Jones zwischendurch ein Bindestrich, also nach dem Don. Und dann @gmx.de. So, wie gesagt, guckt am besten nochmal unten in die Beschreibung, also da unten für alle, die es nicht wissen. Dort seht ihr auch nochmal dann meine E-Mail-Adresse. Gut, dann verabschiede ich mich vom Video. Hoffe, ich werde einigen von euch helfen können. Und ja, bis dann.